Hallo und damit willkommen zurück zu Moemon Randomized Nuzlocke. Hier mit eurem Roffidagi an Bord. Ich glaube, hier war ein verstecktes Item. War hier ein verstecktes Item? Ist hier ein verstecktes Item? Ist hier ein verstecktes Item? Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht. Lasst uns mal nachschauen, ob diese Herren uns vielleicht etwas beibringen möchten. Mega Kick. Mega Kick. Donald, ist Mega Kick eine Kampfattacke? Für Coverage würde ich es nehmen. Wenn nicht, dann... Ja, okay, lassen wir es. Lassen wir es einfach. Oder... Nein. Ja. Ich komme auf den Typen zurück. Ich komme auf ihn zurück. Aber erstmal werde ich nicht ins Gras gehen, sondern erst gucken, ob ich mir ein paar Pokébälle kaufen kann. Was ich definitiv machen möchte. Und im Pokémon und dann kann ich auch gleich vielleicht, keine Ahnung, unnütze TMs verkaufen. Und mein Beleber, den ich gefunden habe. Verkaufen. Wo ist er? Ah, da ist Max Beleber. Den Everstone werde ich nie benutzen. Hardskill. Ja. Gib mir. Money, Cash. Ja, ich würde beide bitte verkaufen. Ich brauche das Geld. Kaufen. Pokebälle. Was ist das? 14. 14.17 Tränke. Alter, ich hab Geld. Paraheiler 5. Wie viel Gegengift habe ich dabei? Da kaufen wir mal 3 neue. Aufwecker nehme ich mal nicht. Burn Heal. Habe ich da einen? Ja, nee, das reicht, das reicht. Und ich bin wieder pleite. Mhm. Gut, dann machen wir uns, dann werden wir uns mal den Encounter schlappen. Nee, bevor wir uns den Encounter schlappen. Bevor wir das machen, gibt es etwas Wichtiges zu tun, weil das letzte Mal, als ich einen Randomized Let's Play habe, mit Rio zusammen, ihr erinnert euch vielleicht, vielleicht noch nicht, guckt es euch an. Ich links einfach mal in die Videobeschreibung. Habe ich hier einen Meisterball gefunden. Und dieses Mal... okay. Okay, das war jetzt vielleicht... Vielleicht etwas verschwendete Zeit. Vielleicht etwas. Ja. Nimm bitte. Also, warum? Oh Gott. Okay. Ich bin... ein wenig enttäuscht. Aber hey, vielleicht finden wir hier kein Wasser-Pokémon. Und der Encounter ist, ich habe die Augen zu. Das ist ein Elektro-Typ. Es ist Abra! Oh nein. Ich hab nur eine Chance. Und das ist entweder... Nee, ich muss das gucken. Wegen der Genauigkeit. 55 und Confuse Ray 100. Also entweder ich verwirre es und hoffe, dass es sich verletzt. Oder ich schmeiß gleich mal. Ach Mann, oh, das ist scheiße. Ich mach's. Ja? Verletz dich und dann mache ich... Komm. Verletz dich anstatt sich wegzuteleportieren. Bitte. Das ist die beste... Ach, fuck. Okay. Ja, gut. Jetzt willst du mich verarschen. Ist der Body Slam hat auch nicht überlebt.
Ah, okay. Route 4 können wir dann streichen. Siehst du, Relaxo, du wärst gut gewesen. Du wärst relativ gut gewesen. Ich habe zwar schon... Siehst du? Und du hast Amnesie, die hätte ich Surfer beigebracht und dann... Ah nee, Amnesie macht nur... Ich habe vergessen, das ist nicht... Das ist ja nicht erste Gen. Wo Amnesie so fucking broken war, weil es Spezial gehoben hat und dann braucht es eigentlich nur sowas wie Relaxo mit einem hohen normalen Verteidigungswert und Amnesie Spam, dann hat das da auch einen hohen Spezialverteidigungswert und dann, ja, hast du sogar gesweept, weil du Surfer hattest. Ja, okay. Die Route wäre... Abra wäre tatsächlich das Beste gewesen. Auf zur Route scheinbar. Relaxo... Oh. Okay. Relaxo hätte ich fangen können, aber Abra wäre das Beste gewesen. Weil... Ja. Scheiße. Auch weil ich... Vor allem, weil ich ja unmögliche Entwicklungen möglich gemacht habe. Mit dem Randomizer. Und dadurch ja sich... Kadabra auf einem gewissen Level entwickelt. Aber, ja, keine Ahnung. Ich werde dann mal gucken. Ah ne, Mist, leveln brauche ich nicht großartig. Ich weiß, Mistys Ass ist 21. Und, ja. Ich werde einfach erstmal ein bisschen grinden hier. Ha, Kingler. Das heißt, dein Krabhammer kann mir gar nichts. Body Slam. Alter, jetzt... Ja, Wasser-Pokémon, bitte. Mehr. Mehr Wasser-Pokémon, bitte. Ich hoffe, du hast keine... Na, Guillotine wirst du... Guillotine lernst du nicht so früh. Und ja, 30% Genauigkeit. Viel Spaß damit. Aber ja, scheinbar hast du nur Blubber und damit kannst du mir gar nicht, Junge. Ach, komm schon, Kritten, irgendwas. Ja, so sehe ich das doch gern. Und damit sollte Titanic vielleicht ein Level abkriegen? Das ist ein voll entwickeltes Pokémon, nur ein Level drunter? Ah, okay. Remoraid! Gerne! Also, wenn das hier bleibt mit dem Wasser-Pokémon. Oh, du siehst niedlich aus. Badeanzug-mäßig. Oh, du willst kritten? Du willst kritten. Na, versuch's mal. Aquaknarre. Das war's. Level up. Düdüm, Level 20. Alter. 4, Alter. Der HP-Wert ist viel zu hoch. Verteidigung und Spezialverteidigung sind dicht aneinander. Mehr Spezialverteidigung. Und ja, Geschwindigkeit ist meh. Würde ich behaupten. Aber KP-Wert. Hm. Fantastisch. Ich hab nie verstanden, was da eine Picknickerin soll. Also eine Picknickerin. Mädchen, ich glaube, du bist in der falschen... Du bist in der falschen Hut gelandet. Du bist definitiv am falschen Ort. Ja, mit diesem Pokémon. Ey, der Typ vor dir hatte zwei Wasser-Pokémon und du kommst mir mit einem Ponita. Willst mich verarschen. Ich glaube, ich werde mich nach dem Kampf vielleicht doch heilen gehen. Einfach nur wegen PP. Wegen AP, Mensch. Das war alles, was du hattest? Okay, was auch immer. Und weil ich keine Tränke verschwenden will. Ich heile deine Pokémon. Und ich will nichts dafür haben. So langsam wie, langsam und angenehm, wie das hier ist mit dem Pokémon Center Musik. Ist eigentlich ganz cool. Da, 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 da. Jetzt ist Misty dran.
Und vorher werden wir natürlich speichern. Weil, ja. Ein König hat mir mal gesagt, nur du kannst verlorene Spieldaten retten. Hey, neues Gesicht. Trainer, bla bla bla. Also wenn du nicht ein Wasser-Pokémon hast, dann hast du... Okay, Datentaka, oh mein Gott, dieser Hut und die Haare. Tentara, Zugriff auf Giftattacken hat, werde ich mich nicht auf Wasserabsorb verlassen. Von der Titanic. Allerdings ist es jetzt paralysiert und selbst... Ah, sie besitzt nur einen Supertrank. Okay. Bitte habt noch ein Wasser-Pokémon. Bitte. Nein, noch besser. Mega Ultra Chicken. Auch bekannt als Jungblut. Oh, das macht mehr Schaden. Mehr Schaden, als ich will. Viel mehr Schaden, als ich will. Und ich habe keine Lust. Nein. Die Titanic jetzt zu verlieren. So gut, wie die in den letzten paar Folgen war. Ja, das macht auch gut Schaden, aber nicht genug, um dieser Aquaknarre zu entkommen. Ja, also das erste war 21 und der erste 23. Okay. Gut. Wieder was gelernt. Die Titanic ist jetzt 21. Damit habe ich alle auf relativ gutem Level. Ich glaube, ich bin... okay. Für Misty war ich jetzt ein bisschen unterlevelt, oder? Ich habe keine Ahnung. Ja, ich kann jetzt das Schneider einsetzen. TM3! Ich wette, es ist nicht Wasserpuls. Aber wie gesagt, lustig, dass er einen Feuertyp hatte. Wegen... Pokémon Bridged. Hagel! Das kann doch bestimmt Titanic lernen. Allerdings habe ich Konfusstrahl für für kontinuierlichen eventuellen Schaden. Ich weiß nicht. Ich lasse es erstmal auf Donald wäre es ja eh doof, weil der würde Schaden dadurch kriegen. Warum würde das irgendwer machen? Ich gehe mich erstmal heilen und dann haben wir eigentlich keine andere Wahl, als nicht nur die Folge gleich zu beenden, aber auch in der nächsten Folge uns mit Yuki anzulegen, weil der wartet schon vor der Nuggetbrücke auf uns, weil er Dings besucht hat. Eine gute alte Bill. Ich werde nicht auf Screen leveln, aber ich werde mal Ryu nach vorne switchen und in der nächsten Folge werden wir dann wohl uns mit Yuki anlegen. Bis dahin. Tschüss.